So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Dieses Mal, ihr seht schon, wieder Post. Ich habe Post gekriegt vom guten Mars, vom Off-Topic-Commander. Guter Mann. Sehr, sehr, sehr netter Mann. Ihr wisst, mit Commander habe ich eigentlich nicht so viel am Hut. Das ändert nichts daran, dass ich die Leute, die Commander spielen, total nett finde. Und auch hin und wieder mal gerne mit ihnen spielen würde. Und werde. Und hoffentlich werde. Dementsprechend ist das auf jeden Fall in Planung. Und wenn ihr Commander mögt, schaut bitte mal beim guten Mars vorbei. Off-Topic Commander. Die ganzen Links sind unten in der Videobeschreibung. Gerade wenn ihr ein bisschen ausgefalleneres Gameplay sehen wollt, Commander, schaut da unbedingt rein. Der Mars gibt sich da unendlich viel Mühe, da wirklich ein sehr, sehr cooles Editing auch reinzusetzen, gerade mit den Karten und so weiter und so fort. Richtig cool. Ich habe jetzt neulich auch gesehen, er hat einen Lutri-Deck-Tag gemacht, was ich sehr interessant fand, einfach weil Lutri ja eigentlich gebannt ist, aber Rule 0 sagt halt, mach was immer du möchtest. Und genau das ist hierbei der Fall. Wurde einfach ein Lutri-Commander-Deck gebaut, was ich mega, mega cool finde, oder so ein Oldschool-Commander-Deck oder halt sowas halt. Großartig fand ich tatsächlich persönlich einfach die Nayila, weil ich die Nayila wirklich, wirklich, wirklich cool finde. Und tatsächlich auch überlegt habe, sie selber zu bauen. Und deswegen habe ich mich da schon sehr, sehr hart gefreut. Mega, mega cool. Und den ganzen Channel von Off-Topic Commander macht der Mars auch nicht alleine. Er macht das mit dem lieben Dennis. Auch ein super, super netter Mann. Wie gesagt, was Deck-Tech, was ich gerade erwähnt habe, von der guten Nayila, wenn ich sie denn richtig ausspreche, war zum Beispiel von Dennis. Die super, super cool. Auch Dennis richtig krass unterwegs auf dem Channel. Und die beiden machen einfach so coolen Stuff. Es kann sein, dass ich hier hin und wieder mal eher sage oder sie sage oder wir oder er, sie, es. Es tut mir leid, ich bin da noch ein bisschen am Durcheinander kommen, aber ich hoffe, da fühlt sich keiner ausgeschlossen. Wenn ich einen von beiden meine, meine ich natürlich beide. Das ist ähnlich, wie man aktuell, wenn man von Radio Ravnica spricht, eben Robin und mich meint. Und ja, das gehört hier dazu. Deshalb, wenn ich mal ganz kurz sage, er oder hier war, wow, was hast du da gemacht oder so. Ich meine immer beide und ja, ich hoffe, das wisst ihr auch. Und deshalb, alles in diese Richtung könnt ihr auf dem Channel finden. Und er hat mir, in Anführungsstrichen, mir was zugeschickt. Er hat zwei Sachen drin. Da ist nicht nur was für mich drin, sondern da ist auch was für den guten Gamery mit drin, mit dem ich ja den Podcast Radio Ravnica mache. Und da ich demnächst mal in Berlin bin, nehme ich das ihm einfach mit. Spart Versand, spart Porto. Und ich hoffe, ich spoilere jetzt den guten Gamery nicht zu viel mit dem, was ich hier aufmache oder was er bekommt. Ich habe die Anweisung bekommen, blaues Tier. Das war alles, was ich gesagt bekommen habe. Dementsprechend mal gucken. Okay, hier öffnen. Ich bin gerade vorsichtig, weil ich echt keine Ahnung habe, was da drin ist. Und ich will, weiß Gott was, nichts zerschneiden. Okay, haben wir es aufgemacht. Oh mein Gott. Wow. Alter, ist das dein Ernst? Alter! Wow! Alter. Sehr, sehr cool hier auch mit den verschiedenen Namen drauf. Und dann mit dem realen Namen drauf. Hinten dann gute Off-Topic-Commander. Alter, was sind das für Boxen? Hier oben dann, wer es nicht erkennt. Ja. Und hier ist ein Feather drauf. Alter. Das muss ich erstmal verdauen. Oh, du bist doch wahnsinnig. Alter, wie geil die sind. Ist auf jeden Fall ein Vlies drauf. Sehr, sehr cool. Und zum Öffnen. Oh, auch richtig, richtig cool. Alter, da sind, wie ihr hier seht, Plastikboxen drunter, die mit Vlies überzogen wurden. Die haben hier vorne zwei Herzchen. Oh mein Gott. Ich guck mal kurz bei Robin auch ganz kurz. Okay. Komm mit nach. Oh, Robin hat ein Ding drin. Ah, von Blackfire sind das die Boxen. Okay, Robin hat auch eine rote Box. Spoiler, Robin, Spoiler. Guck nicht das Video. Alter. Und sehr, sehr cool. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und dann halt Vlies überzogen. Das Vlies dann halt schön gemacht. Gesponsert von Off-Topic Commander. So süß, so cool. Oh mein Gott. Das ist ja geil. Also ich weiß auch gar nicht, wie man das macht. Ich bin absolute Niete, absolute Null. Das sieht wie gebrannt aus oder so. Ich, wie gesagt, ich bin künstlerisch überhaupt nicht begabt.
Und also ich handwerklich noch weniger und ich bin gerade ein bisschen schockt. Ja, coole Boxen, lege ich mal beiseite. Ich weiß gar nicht, der Feather kommt leider durch mein helles Licht. Da, jetzt seht ihr ihn mal. Gar nicht so gut durch. Das liegt aber nur am Licht. Also er ist da und ich habe halt ein sehr helles Licht und ein sehr blaues Licht, wodurch das einfach besser rüberkommt als der. Alter. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Brief vorlesen darf. Ich lese ihn einfach vor. Und ja, werde dann auch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar schreibt der Mars: Hi Marc, hi Robin. Erstmal großes Lob an euch hinsichtlich der Folge zu den Deckboxen. Wie gesagt, Radio Ravnica steht auch extra vorne drauf. Der Podcast von mir und Gamery. Und wir haben neulich eine Folge gemacht, wo es halt um Deckboxen und Ähnliches ging. Deswegen haben wir da halt auch drüber geredet. Da auf die spricht er jetzt an. Zu diesem Thema senden wir euch zwei Deckboxen. Wow. Mit einem persönlichen Bezug zu euch und eurer Arbeit für die Community. Oh, ich fange gleich an zu heulen. Oh mein Gott. Ich denke, die werden euch gefallen. Ja. 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 Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es handelt sich dabei um ganz normale Deckboxen, wie sie von Ultimate Guard zu halten sind. Blackfire, glaube ich. Blackfire. Allerdings hat unser Dennis, mein Co-Host, auch sehr, sehr geiler Mann, diese mittels Mikrofaserstoff überzogen. Ja, genau. Ich hätte es als Vlies bezeichnet, aber ich bin auch ein Laie. Und mittels Laser personalisiert. Okay. Das ist mit Laser gemacht. Alter. Die Reinigung der Mikrofaser kann mit einem feuchten Tuch durchgeführt werden. Okay, okay. Da der Dennis Sattelmeister ist, können wir bescheiden sagen, dass dies durch Meisterhand hergestellt worden ist. Geil. Cool. Es gibt Sattelmeister noch? Krass, krass. Wir haben Marks Logo verwendet, also den guten Mann. Und für den Robin haben wir ein Feather für sein Featherdeck verwendet. Jawohl, hier sieht man auch. Der gute Feather. Wie gesagt, das liegt jetzt an meinem Licht. Das sieht großartig in Person aus. Es tut dem nicht annähernd so, wie es eigentlich ist. Des Weiteren handelt es sich hier nicht um eine finanzielle Vermarktung der Boxen, sondern lediglich um ein Fanobjekt, Fanprojekt, ohne einen finanziellen Aspekt. Also muss ich, Ed Mark, du musst keine Dauerprüfung durchführen. Ja, würde ich auch nicht. Ich hätte tatsächlich Angst, dass damit wirklich was passieren sollte. Und das könnte ich mir niemals verzeihen. Ich hoffe, das wisst ihr. Allerdings darf sich jeder gerne melden, der Interesse an einer eigenen Box hat. Das geht raus an euch. Das geht raus an euch. Eventuell werden wir auch ein paar Giveaways veranstalten. Also schaut da auf jeden Fall vorbei auf Topic Commander. Super, liebe Leute. Ich denke aber, euch werden unsere Prototypen gefallen. Daher viel Spaß damit. Grüße aus dem Allgäu, Mars von Off Topic Commander. Ja, krass. So krass. Ich bin unendlich geflasht. Wie gesagt, das Rot tut leider echt dem das. Es steht auch alles drauf. Es ist nur halt echt schwierig für mich, das in die Kamera zu bekommen. Aber es ist umso besser. Dann freut sich Robin bzw. Gamery noch mal ein bisschen mehr darüber. Alter. Ja, ich bin die ganze Zeit nur am Rumdrucksen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Schaut bei den Jungs vorbei. Ich weiß, dass sie unendlich viel krassen Stuff da reinschmeißen, was Editing und so weiter angeht, damit ihr ein schönes Gameplay habt. Gerade bei Commander weiß ich, das ist ein bisschen anstrengender und ein bisschen ätzender. Und